Ja, hallo, willkommen. Heute wieder mit OBS. War einfach schneller. Kampagne fortsetzen. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, ich habe gerade mal die Pause-Taste ausprobiert. Weil bei OBS liegt die ja ganz woanders als bei Action Cam 4. Jetzt gucken wir mal, wie das jetzt hier so funktioniert. Also das Headset läuft schon mal. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Mach da mal den Ton lauter, starten. Verbindungsaufbau, Sitzung wird hergestellt. Jetzt gucke ich mal. Ja, natürlich offline, weil ich möchte hier eine Kampagne spielen. Oder habe ich zumindest vor zu spielen. Achso, das ist ja der, das ist mein Login-Name bei Ubisoft, oder? Glaube ich zumindest. Die Patrouille, mal gucken. Was mich jetzt erwartet, ja, diese Ladezeit, die ist mal wieder abgöttisch. Ich mache meine Zeit auf Pause. Paris in der Leitung. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Stellen Sie durch. Hola, compadre. Ich habe ein Problem in Itaqua. Und Bowman hat mich an dich verwiesen. Meine Leute in Itaqua brauchen Hilfe. Es gab viele Verluste durch das Kartell. Und die Grauen von Yuri Hippolito haben sie mutlos gemacht. Die Flamme der Revolution ist fast erloschen. Lass stecken, Katari. Sag einfach, was du brauchst. Okay. Das Kartell schickt bald einen Konvoi durch die Provinz. Meine Leute brauchen diese Vorräte dringend. Könnt ihr ihn für uns überfallen? Schon erledigt. Gibt Pakatari uns jetzt Befehle? Katari braucht den Konvoi und er kriegt ihn von uns. Je mehr er unsere Hilfe braucht, desto mehr können wir im Gegenzug verlangen. Okay, jetzt können wir endlich mal normal stehen. Guten Morgen, ihr Memmen. Okay, wo müssen wir eigentlich lang? Halten Sie. Suche nach Spielern. Okay. Dann kann ich also noch mal online mir irgendwelche Freaks einladen. Map. Wichtige Aufklärungsdaten. Ja, schön, wa? Untersuchen Sie den wichtigen Aufklärungsdaten um neuer Einsatzort. Unerforschter Ort, okay. Und untersuchen Sie die wichtigen Aufklärer, ja, freizuschalten. Wir sollen aber in diese Richtung. Ah nee, schau mal, hier leuchtet die blaue Linie. Jetzt kommt die blaue Linie erst. Also wirklich. Haben wir hier ein Auto? Warum immer laufen, wenn man fahren kann? Ich fahre. Was passiert denn jetzt? Damit habe ich jetzt gerade absolut nichts zu tun, was das Spiel hier gerade macht. Bonusorden. Ich würde gerne weiterspielen, das wäre wirklich mal wunderbar, ohne dass mir ständig irgendwas in den Quere reinkommt. Immer diese Ladezeiten, also Santa Blanca Kartell. Wir sind in Kaimanis angekommen. Was haben Sie für uns? In den letzten Jahren hat das Kartell mit Hightech-U-Booten als Methode experimentiert, um Drogen in die USA zu schmuggeln. Soweit wir wissen, folgen die U-Boote einem Nebenfluss zum Amazonas bis in den Atlantik und fahren dann weiter bis zur Küste von Florida. Alter Verwalter, das sind ein paar tausend Meilen. Ganz genau. Der Mann, der das Programm leitet, nennt sich El Cerebro. Wir wissen so gut wie nichts über den Typen. Er soll eine Art Genie sein, ein waschechter, verrückter Wissenschaftler. Und er hat alles Mögliche an Militärelektronik geordert, um seine U-Boote aufzurüsten. Wir müssen mehr über die Vorgänge in Kaimanis wissen. Besorgen Sie mir alle Infos über die U-Boote, El Cerebro und seine Forschung. Wenn Sie verwertbares Material über die U-Boot-Flotte finden, schalten Sie sie aus. Machen wir El Cerebro Druck und sehen, wie er reagiert. Vielleicht macht er einen Fehler und wir können ihn uns schnappen. Klingt gut. Wir hängen uns rein. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde hier von einer Mission zur anderen immer wieder rausgeholt. Kann man die pflücken? Nö. Ich sehe eine Waffenkiste. Wartet. Optische Entdeckung? Treffer an. Oh, da war ein Gegner. Das hätte mal jemand wissen müssen. Wir sehen uns.
So. Oh. Dankeschön. Gibt es hier noch irgendwelche Munition, die ich klauen kann? Oder ich leise mir einfach mal aus. Hier ist eine Waffenkiste. Wo denn? Ist hier jemand? Scheiße, die wollen hier lang. Shit, Deckung! Boah, ich lauf noch voll rein, als wirklich zurückfallen. Nee. Die Gegner müssen alle besiegt werden. Da muss ich rein. Okay. Dieses Gebiet gehört zu Santa Blancas Koks-Schmuggeloperation. Bowman hat Infos über alle Hauptfiguren. Das Sagen hat Nidia Flores, Ex-Schönheitskönigin und jetzt Drogenschmugglerin. Sag mal, die haben alle. Rechte Hand ist ein Typ namens El Boquita. Die haben alle keine Türen. Arsch, der die Logistik am Boden regelt. Sie hat das Hirn, eher die Muskeln. Okay. Das wollte ich schon immer. Dankeschön. Okay. Mann, stopp doch mal. Krass. Ja, lad doch mal schneller nach, also wirklich. Gut, derjenige, der versteckt sich gerade vor mir. Meter. Ach, ich muss in die Richtung. In ein paar Sekunden sind die bei uns. Was machen wir? Ich gehe rüber und folge euch mal. Irgendwie treffe ich gar nicht mehr, oder? Wieder einer weniger, ist okay. Sauber. Alles Paletti? Irgendwo muss ich doch hier hin. Ich bin hier im richtigen Gebäude. Also erstmal E. Dankeschön. Ja, ich bin hier richtig. Untersuchen. Ach, da muss ich hin. Mal sehen. Auf dieser Karte ist eingezeichnet, wo die Kartellboote vor Anker liegen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie vor der nächsten Schmuggelfahrt erledigen. Okay. Na dann. Wird's ja mal Zeit, wa? Neuer Einsatz. Wo muss ich denn jetzt hin? Da Story-Einsatz ist okay. Story-Einsatz, keine Ahnung, ein bekannter Ort. Wichtige Aufklärung.